Wir testen heute eine Grillmatte. Bevor es losgeht noch, ich bin kein Profi-Griller oder Profi-Koch. Oder, ja, ich kenne mich auch nicht viel aus mit Gasgrill und Holzkohlegrill. Ich bin einfach bloß ein ganz normaler Amateur-Griller. In so einer Folie kommt die bei euch an. Mit so einem schönen Bild. Da sind drei Matten drin. 40 cm mal 33 cm groß ist sie. Das schauen wir uns jetzt mal kurz bei Amazon genauer an. Die Grillmatte ist 40 mal 33 cm groß in schwarz. Sind drei Stück drin. Dann ist sie noch für den Holzkohlegrill, Gasgrill, Elektrogrill, Backofen. Und sogar auch für die Spülmaschine geeignet und hält eine Temperatur aus von bis zu 260 Grad Celsius. Darauf habe ich natürlich auch penibel geachtet. Also mein Grill hat es dann geschafft, über eine Temperatur von 300 Grad Celsius zu kommen. Und ja, also da musste ich dann halt beim Grillen noch drauf achten. Ja, also Vorbereitungen dazu sind, das Zeug aus der Folie rausholen. Natürlich Grill anmachen, ganz normal. Das Zeug aus der Folie rausholen, zuschneiden. Das ging also auch ganz leicht. Einfach mit der Schere zugeschnitten. Sobald die Kohle dann soweit ist, einfach raufpacken auf die Grillroste. Und genau. Dann habe ich noch 5 Minuten gewartet, damit es sich auch ein bisschen abwärmt, die Grillmatte. Und dann ging es schon los. Dann habe ich angefangen mit Schwein und Hühnchen. Danach kam halt Rind und Lamm. Und also beim Raufpacken oder beim ersten Wenden ist mir dann schon aufgefallen, dass es sehr pfannenartiges Grillen ist. Genau, also da brennt auch nichts an. Jeder, der so eine beschichtete Pfanne hat, weiß, beim ersten Mal benutzen, so, da rutscht das Fleisch noch wunderbar über die Pfanne so rüber. Also da brennt nichts an. Jedenfalls nicht, wenn man sich total blöd anstellt. Dann kam für mich das Highlight, das erste Mal Ei grillen. Und das Ding auch wunderbar, da gab es irgendwie gar keine Probleme. Da ist natürlich Pfannenwender zu empfehlen, anstatt die Grillzange. Ansonsten, naja, man stelle sich die Bilder vor. So, nach dem Grillen haben wir die Grillmatte einfach runtergenommen und auf dem Boden abkühlen lassen, auf unserer Terrasse. Ich habe jetzt nicht drauf geachtet, wie lange es gedauert hat. Ich habe zwischendurch gegessen. Auf jeden Fall war sie dann abgekühlt und dann haben wir sie einfach nur in den Geschirrspüler getan, wieder rausgenommen. Vorher, bevor sie in den Geschirrspüler, haben wir nur das Gröbste weggenommen. Also war kaum was dran. Und ja, immer mit Geschirrspüler rausgenommen und dann war die auch wieder sauber. Zur Beständigkeit kann ich gar nichts sagen, weil ich sie jetzt erst einmal benutzt habe, aber ich kann mir gut vorstellen, dass man die ganz locker 10-mal benutzen kann. Kommen wir zu den Vor- und Nachteilen. Für mich überwiegen die Vorteile. Ich werde auch nicht komplett jetzt alle Vorteile rauspuzzeln. Ja, also die Vorteile. Eindeutig der Geschmack. Meine Chefköchin hat gesagt, also meine Frau, dass das Hühnchen tatsächlich besser geschmeckt hat als sonst. Vom Fleisch her, nicht von, also sie legt selber ein, aber vom Fleisch her war wohl saftiger. Ein wichtiger Vorteil wäre für mich noch die Gesundheit, dadurch, dass da das Fleisch runtertropfen kann und Öl und das ganze Zeug. Können giftige Dämpfe entstehen, angeblich. Ich bin kein Arzt und auch kein Chemiker. Auf jeden Fall soll es so sein. Und dadurch ist es mit der Grillmatte zu grillen eindeutig gesünder. Dann war der Abwasch, der war, also wir hatten gar kein Problem mit dem Abwasch. Die Grillroste haben wir jetzt auch noch mit in den Geschirrspüler gepackt, aber wäre eigentlich im Prinzip nicht nötig gewesen. Und was natürlich für mich jetzt das Highlight war, ich esse halt ja ein Spiegelei,
Ihr konntet erst einmal mein erstes Spiel einbraten. Also war erst einen echten Gag in der WhatsApp-Gruppe. Der einzige Nachteil, den ich hier sehe, ist der Preis. 25 €, aber ich meine, dafür, dass ich die jetzt so öfters benutzen kann, sind die 25 €, also für mich, finde ich, ist es ein Lacher. Eindeutige Kaufempfehlung, 5 von 5 Sterne. Da gibt es tatsächlich nichts zu meckern, außer der Preis. Und jetzt, nee, mir fällt nichts weiter ein. Der Preis von 25 €, also. Und wenn man, also auch hier, wenn man wieder Qualität haben will, dann nimmt man halt mal einen Zehner mehr aus, ja. In der Preiskategorie jetzt. Ansonsten, Leute, wenn euch das Video gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Wenn euch das Video nicht gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Und ganz wichtig, Leute, abonniert den Kanal. Abonnieren. Ciao. Bis demnächst.